Parameter Zusammenfassung. Parameter sind spezielle funktionslokale Variablen, die entsprechend im Funktionsrumpf benutzt werden können. Wobei diese formalen Parameter erst zur Laufzeit mit aktuellen Parameterwerten initialisiert werden, die beim Funktionsaufruf entsprechend übergeben werden. Jetzt ein paar Besonderheiten in Java. In Java gibt es nur Werteparameter, man nennt das auch Call-by-Value-Parameterübergabe. Es ist nicht möglich, Variablen beispielsweise so zu übergeben, dass innerhalb von Funktionen der Wert einer Variablen verändert werden kann. Das geht in Java nicht. Die Typen der Parameter müssen bei der Funktionsdefinition festgelegt werden. Es gibt keine flexiblen Parametertypen. Hinterher werden wir noch sehen in der objektorientierten Programmierung, dass es einen Typ Object gibt, der im Prinzip diese Einschränkung aber wieder aufhebeln kann. Aber zunächst gilt dieser Satz. Als Parametertypen können bisher nur Standarddatentypen verwendet werden, später aber auch Klassentypen. Das heißt, das Konzept ist hinterher auch für Klassen einsetzbar. Es ist nicht möglich, Typen von Funktionen zu definieren, wie beispielsweise in C oder C++. Der Funktionstyp muss bei der Definition angegeben werden und der steht dann fest. Hier muss ich angegeben werden, ist int, boolean oder character. Es gibt keine flexiblen Funktionstypen, dass ich angeben kann, ja, es wird entweder ein int oder ein character-Wert geliefert. Auch das ist hinterher bei der objektorientierten Programmierung leicht wieder abänderbar. Über entsprechend diesen Typ Object. Funktionen können nur einen einfachen Wert liefern. Also ich kann nur sagen, eine Funktion liefert einen Int-Wert oder einen Character-Wert. Ich kann nicht sagen, eine Funktion liefert zwei Integer-Werte. Sie können nur einen einfachen Wert liefern, insbesondere halt kein Kreuzprodukt von Werten. Und aktuelle Funktionsparameter, das ist durch die Sprache garantiert, werden von links nach rechts ausgewertet, wie wir an dem einen Beispiel gesehen haben.